Humbug ganz schnell vergessen. Humbug, dieses dumme Zeug, einfach ins Bett. Schon werde ich das dumme Zeug vergessen. Humbug, dummes Zeug. Humbug, alles nur Humbug. Darf ich dich berühren, hä? Ach,
glaubst nicht an mich. Ich glaube. Was führt dich zu mir? Dein Wohl, Mama, vielen Dank. Obwohl mir eine Nacht ungestörten Schlafes mehr genützt hätte. Steh auf, komm und folge mir. Aber Wetter und Stunde sind schlecht geeignet. Das Bett ist warm und das Thermometer ein gutes Stück unter dem Gefrierpunkt. Ach, kommt dem Herrn ein Spaziergang ungelegen? Naja, schon ein wenig. Du tust mir so leid. Ja. Und ab! Ich hab dir so einiges zu zeigen. Aber nein! Wohin denn? Wohin geht's denn? Hindurch vergessen hast. Das gibt's doch gar nicht. Das sind meine Schulfreunde. Hallo, wie geht's euch? Ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Du kannst sie sehen, sie dich aber nicht. Denn dies sind nur die Schatten deiner Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Sie wissen nichts von uns. Da bin ich ja selber. Doch habe ich Tränen in den Augen. Du siehst so traurig aus. Komm, lass uns ein Weihnachtslied singen. Bloß kein Weihnachtslied. Ich hasse Weihnachten. Holt dich dein Vater wieder nicht nach Hause? Er würde sehr gern. Er kann bloß nicht. Geschäftsreise, verstehst du? Ich wusste ja gar nicht, dass man es Geschäftsreise nennt, wenn man im Gefängnis sitzt. Halt die Klappe! Er ist unschuldig. Er ist wirklich unschuldig. So glaubt es mir doch. Das ist nicht Lache. Er hat versucht zu stehen. Und leider hat ihn dabei erwischt. Nun sei doch mal still. Es ist meine Schuld. Ich hätte mir kein Geschenk wünschen müssen. Er hat doch gar kein Geld. Tja, wir sind reich. Ich bekomme mindestens 100 Geschenke. Nicht sogar noch mehr. Angeberin. Wenn ich groß bin, werde ich so reich, dass ich mir 1000 Geschenke kaufen kann. Unsere Eltern kommen. Wir müssen los. Ebenezer, sei nicht traurig. Wenn ich zurückkomme, bringe ich dir etwas ganz Schönes mit. Fröhliche Weihnachten. Ja, dir auch. Fröhliche Weihnachten. Ich schreite endlich still und ich fühle.
aber jetzt ist es wohl zu spät. Was willst du? Ach, nichts, nichts. Gestern Abend sangen Kinder ein Weihnachtslied nur für mich. Ach, hätte ich sie doch bloß nicht davongejagt, sondern reichlich beschenkt. Weiter war es nichts. Komm, ich zeig dir ein anderes Weihnachtsbild.